Als Soldaten wisst ihr, eure Fähigkeit, die Grenze zu dominieren, hängt nicht nur von eurer körperlichen Stärke ab, sondern auch davon, welche Art von Waffen, welche Art von Werkzeugen ihr habt, entsprechend groß die Dominanz. Das erste Werkzeug, das wir in unseren Händen haben, ist unser eigener Körper, unser eigener Verstand, unsere eigene Energie. Wenn diese drei Dinge auf höchstem Niveau funktionieren, werden jegliche kleinen Dinge, die in unsere Hände gelegt werden, plötzlich eine andere Bedeutung gewinnen. Mit kleinen Dingen bewirken diejenigen, die Kontrolle über ihr System haben, große Dinge. Einfach, weil dies das erste Werkzeug ist, das wir haben. Dieser Körper, dieser Verstand, diese Energie. Eine gewisse Beherrschung darüber zu erlangen, wird einen riesigen Unterschied machen, besonders für einen Soldaten. Denn es ist ein anspruchsvolles Leben, es ist ein einsames Leben. Wenn man in sich selbst nicht substanziell organisiert ist, dann ist Alleinsein sehr schwierig. Ein Yogi ist immer aus freiem Willen allein. Nicht, weil er mit Menschen nicht zurechtkommt, einfach, weil er so gut organisiert ist. Für gewöhnlich findet er keine Gesellschaft, die so gut organisiert ist. Man wählt also, allein zu sein, weil... Weißt du, als einer der Schüler Gautama dem Buddha fragte, ist es gut, in Gesellschaft zu gehen oder allein zu gehen, sagte Gautama, es ist besser, allein zu gehen, als mit einem Narren zu gehen. So ist es auch für einen Soldaten. Es ist besser, allein zu sein, als einen Narren neben dir zu haben, nicht wahr? Wenn der Narr auf der anderen Seite der Grenze ist, ist das eine gute Sache. Wenn er neben dir ist, ist das keine gute Sache. Wie ein Yogi muss auch ein Soldat lernen, wie er seinen Körper, seinen Verstand und seine Energie so integriert, dass Alleinsein kein Kampf ist. Denn darin liegt eine enorme Kraft. Eine enorme. Es gibt, ein Mensch wird phänomenal, einfach aufgrund seiner Fähigkeit, sich so zu organisieren, dass Alleinsein kein Problem ist. Diejenigen, die ständig Gesellschaft suchen, zwanghaft, nichts Falsches daran, Menschen zu treffen, sich unter sie zu mischen und mit ihnen zusammen zu sein. Aber wenn es ein zwanghaftes Bedürfnis ist, das du hast, mit jemandem oder etwas zusammen zu sein, in diesem Zustand wird man unnötig verletzlich. Vor allem in dem Beruf, in dem ihr seid, könnte Verletzlichkeit Leben oder Tod bedeuten.